Finanzrepression, Nullzinsära, eine ganz ungewöhnliche Situation, die schon lange anhält und wahrscheinlich noch längere Zeit anhalten wird. Das ist ungewöhnlich, das ist ungesund und für die Anleger ganz schlecht. Aber es gibt durchaus noch Möglichkeiten, ordentliche Zinsen einzufahren, auch für den privaten Anleger, gerade für den privaten Anleger. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Es geht um das Thema Mittelstandsanleihen, ein Segment, das leider ein bisschen in die Kritik gekommen ist, weil es so viele Neuemissionen gegeben hat und davon ein nicht unbeträchtlicher Teil von Firmen aufgelegt wurde, denen es mal vorsichtig formuliert nicht mehr so gut geht. Und diese Anleihen, die wurden dann zum Flop. Taugen also Mittelstandsanleihen gar nichts? Und wie kann man vermeiden, dass man zu den Verlierern gehört unter den Anlegern? Darüber möchte ich mit einem Spezialisten reden, aus dem Hause KFM, Deutsche Mittelstand AG in Düsseldorf. Ich freue mich, bei Herrn Hans-Jürgen Friedrich zu sein. Er ist der Vorstand. Hallo, Herr Friedrich. Hallo, Herr Kutzer. Und lassen Sie uns das Thema doch mal aufdröseln. Bei Ihnen im Hause gibt es ja auch Neuigkeiten. Die wollen wir uns heute mal anhören, was Sie dazu zu sagen haben. Aber zunächst mal die KFM. Wer ist das eigentlich? Wir reden nicht von der KfW, sondern von der KFM in diesem Fall. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihenfonds. Ein Fonds, der gemeinsam mit der Warburg-Gruppe, also renommierte Privatbank aus Hamburg, auf den Weg gebracht worden ist. Mit dem KFM-Scoring helfen wir dem Fondsmanagement dabei, die richtigen Anleihen auszusuchen, die also das richtige Chancen-Soliditätsprofil haben, um damit auch rentierliche Anlagen im Portfolio zu haben. Was Scoring heißt, darüber müssen wir gleich noch mal reden. Aber zunächst noch mal die neue Nachricht, da wollen wir gar nicht so lange warten. Es gibt ein großes Haus aus München, das sagt, die KFM, die macht einen so tollen Job, so gut können wir das nicht. Wir übertragen unseren Mittelstandsfonds auf die KFM. Warum geht es denn da genau? Also danke für das Kompliment. Natürlich saßen wir mit der Bayern Invest zusammen und sehr wohl haben die im Hause natürlich sehr, sehr gute Analysten. Das Unternehmen Bayern Invest, wenn ich unterbrechen darf, Tochter der Bayerischen Landesbank ist. Korrekt, richtig, genau. Ja, und die haben im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung sich ihre einzelnen Fonds angeschaut und sind dann in ihre Überlegung dazu übergegangen, dass sie den Mittelstandsanleihenfonds der Bayern Invest übertragen wollen. Und daraufhin hat man mit uns Gespräche geführt. Wir sind als diejenigen identifiziert worden, denen man das Fondsvolumen gerne übertragen möchte. Dem haben wir dann zugestimmt, mein Kollege und ich. Und der Hintergrund ist einfach der, dass man, wenn man das Fondsvolumen zusammenträgt von Bayern Invest jetzt auf den Deutschen Mittelstandsanleihenfonds, dass dann natürlich ganz andere effiziente Strukturen, Kostenstrukturen da sind. Davon profitieren alle Fondsanleger gleichermaßen. Also ja, aber was war der eigentliche Grund? Und ich glaube, da sind wir wieder bei Ihrem Scoring. Da sind Sie ja sehr stolz drauf. Und vielleicht interessieren sich ja auch andere Häuser noch dafür. Was ist das Besondere und was heißt denn Scoring eigentlich? Gut, es kommt ja darauf an, in diesem Anleihensegment, Sie haben es ja ganz am Anfang schon besprochen, oder angesagt, dass die ein oder andere eben gefloppt ist. Und hier kommt es eben ganz besonders darauf an, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, man muss eine sehr detaillierte Analyse des Unternehmens, betriebswirtschaftliche Zahlen auseinandernehmen, Bilanzanalyse betreiben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch das Wertpapier sich sehr gewissenhaft anschauen. Gibt es dort Kündigungsmöglichkeiten seitens des Emittenten? Wir haben das gesehen bei der Dürr AG. Wer da zu uns Zeit dann mit 108% noch eingestiegen ist, hatte das Pech gehabt, dass Wochen später dann die Dürr AG zu 100 zurückbezahlt hat, weil eben die Dürr AG die Möglichkeit hatte, die Anleihe vorher zu kündigen. Also, wir haben uns von Anfang an auf dieses Segment spezialisiert, haben aber auch erkannt, dass es notwendig ist, hier sauber die Spreu vom Weizen zu trennen mit dem entsprechenden Analyseinstrument. Andere würden vielleicht Rating sagen, bei uns trifft es das nicht so zu, weil wir nicht nur eine quantitative Analyse betreiben, sondern auch eine qualitative Analyse. Und wir sagen dazu KFM-Scoring. Das bedeutet aber, Sie glauben und die Kollegen aus Bayern glauben das inzwischen auch, dass Sie mit Ihrem Scoring-System besser sind
als das, was man selbst im Hause hat oder was man so gemeinhin kennt. Also Sie müssen ja irgendwas Besonderes entwickelt haben bei Ihrem System. Ja, ich will mal so sagen, das bedeutet natürlich eine sehr, sehr intensive Arbeit. Wenn man sich mit dem Unternehmen des Mittelstandes auseinandersetzt, ist es ein Fulltime-Job. Und da muss man dann wirklich gucken, stimmen die Mengen und Massen und die Voluminas und kann man sich wirklich auf dieses Thema als Experte dann auch konzentrieren. Das haben wir von Anfang an gemacht. Es gab auch zwar noch andere, die für die Übergabe dieses Fondsvolumens in Betracht kamen. Dadurch, dass wir uns eben auf dieses Thema spezialisiert haben mit unseren Analysten und tagtäglich immer wiederkehrend auch die Entwicklung des Unternehmens und die Entwicklung der Anleihen überprüfen zugunsten der Anleger, das hat am Ende auch dann den Ausschlag gegeben. Und Sie sind völlig bankenunabhängig. Das heißt, Sie sind ein spezialisiertes Haus, das sich ausschließlich im Moment mit Mittelstandsfinanzierungsfragen unter besonderer Berücksichtigung, mein Gott, da geht mir fast die Luft aus, der Anleihen, der Mittelstandsanleihen beschäftigt. Kann man das so sagen? Das ist korrekt, ja. Ja, dann gibt es ja auch das, wir haben ja schon durch das Wort Scoring einen der berühmten Marktbegriffe, da gibt es ja noch leider viel zu viele davon, von den Anglizismen. Da muss ich Sie natürlich nach dem fragen, was jeder Anleger gerne wissen möchte. Wie steht es denn um den Track Record? Also wie ist denn da die Erfolgsbilanz Ihres Fonds? Ist der denn besser als die anderen, also der Deutsche Mittelstandsfonds? Also die Erfolgsbilanz, die kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben jetzt vor kurzem Monatsende, per 30.05. konnten wir sehr schön sehen, dass die Performanceentwicklung im Vergleich zu allen Indizes, der deutschen Mittelstandsindizes, bedeutsam besser war. Aber nicht nur das, wir sind auch besser als die ein oder anderen großen Corporate Bond Indizes, also wenn man das jetzt vergleicht von der Barclays beispielsweise, wie auch immer. Und wir sind davon überzeugt, das hat in erster Linie damit was zu tun, dass man sich eben um die einzelnen Anleihen wirklich kümmert. Das heißt also, wenn man dann weiß, bei diesem Unternehmen ist es sehr wahrscheinlich, dass vorzeitig der Rückkauf einhergeht, dann geht man vorher raus, nimmt die Gewinne mit. Oder wenn man sieht, dass das Unternehmen sich nicht mehr so gut entwickelt, wie es mal ursprünglich angedacht hat, dann geht man eben raus. Und das erfordert eben tagtäglich viel Arbeit. Mittelstandsanleihen sind denn in Ihrem Mittelstandsanleihenfonds drin zurzeit? Zurzeit sind es 33, aber insgesamt haben wir also bedeutsam mehr als 100 Emittenten auf dem Radarschirm. Weil es kann auch sein, jetzt die Woche erst wieder passiert, dass eine Bastei Lübbe, ein sehr ordentliches Unternehmen mit sehr profitablen Ergebnissen, da kommt der Kurs der Anleihe zurück. So sagt, das ist aber jetzt interessant, da kann man einkaufen und eine sehr anständige Rendite erzielen. Wie viele Flops hatten Sie schon dabei? Keine. Keinen einzigen bisher? Nein. Und das hat die Bayern natürlich dann besonders beeindruckt. Ich denke mal schon, dass das mit ein ausschlaggebender Punkt war, weil wir haben natürlich dem Management der Bayern Invest aufgezeigt, wie wir da unsere Tätigkeit verrichten. Und ich denke mal, das war dann auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir dann den Zuspruch bekommen haben. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nicht von Rating sprechen, sondern eben von Ihrem Scoring. Nun gibt es aber ja alle möglichen Systeme, wie man Risikoklassen einstuft und mit welchen Noten man sie dann versieht. Gibt es das auch für den Deutschen Mittelstandsanleihenfonds? Ja, die Fonds sind einklassifiziert in sogenannte Risikoklassen von 1 bis 7. Wobei dann die Risikoklasse 1 eben eher dem Anleger signalisiert, dass es ein geringes Risiko ist. Die Klasse 7 ein sehr hohes Risiko. Wir sind in die Risikoklasse 3 eingestuft worden, damit sogar um eine Risikoklasse besser als andere Mittelstandsanleihenfonds. Also es ist schon recht ordentlich. Risikoklasse 3 heißt aber nicht befriedigend, das ist schon gut. Also nicht wie in der Schule sozusagen. Bringt also zum Ausdruck, dass diese Anleihe sich für Anleger eignet, die mit ausgewogenen bis konservativen Anlagen ein Mehr an Rendite erzielen wollen. Für welche Anleger oder Anlegerklassen, Anlegergruppen eignet sich ein solches Instrument wie ein Mittelstandseinleihenfonds? Wenn ich das richtig sehe, ich bin eigentlich ein Aktienfänger, der auch direkt immer die Aktie aussuchen möchte. Und wir beide wissen ja, dass die Fonds eigentlich, die aktiv gemanagten Fonds, sprechen wir jetzt mal von den Aktienfonds, dass die ja hundsmiserabel abschneiden und eigentlich ihr Geld nicht wert sind, sie sind zu teuer. Alles sympathische, nette Fondsmanager, aber die bringen zu wenig. Und deswegen sind jetzt auch die börsengehandelten Indexfonds, die ETFs, ja eine Riesenerfolgsgeschichte nach dem Motto, der Markt reicht mir aus. Aber zurück hierzu. Der private Anleger kann in aller Regel
ja nicht selbst entscheiden, ist das Unternehmen nun so stark und auch langfristig vielversprechend, dass es sich lohnt, dort einzusteigen oder nicht. Und die Börsen haben ja zum Teil versucht, diese Funktion mit zu übernehmen. Ich denke gerade an die Vorreiter in Stuttgart, aber die haben jetzt inzwischen den Schwanz wieder eingezogen und haben sich sozusagen zurückgezogen. Dieses Marktsegment, das läuft sozusagen, ist ein Auslaufmodell, sagen wir mal. Ist denn der Privatanleger überhaupt geeignet, direkt solche Anleihen zu kaufen? Oder sagen Sie, versuch's erst gar nicht, such dir lieber einen schönen Fonds aus? Also zwei Sachen. Die erste Sache ist, natürlich sind die Mittelstandsanleihen kein Auslaufmodell. Wir müssen nur feststellen, dass natürlich für zahlreiche Mittelständler, die in den Markt reingehen, Frankfurt eben das Maß der Dinge ist. Frankfurt ist international vertratet. Hier sind ganz andere Anlegergruppen angesprochen. Stuttgart ist nun mal in erster Linie gerade der Bond-M-Markt, der damals da begründet worden ist. Für Privatanleger. Für Privatanleger, ne? Auf der einen Seite und natürlich dann auch regional ansässig. Insofern ist die Idee sehr, sehr gut gewesen. Es ist schade, dass die Entwicklung so ist, dass die Emittenten mehr und mehr eben Frankfurt, den Entry-Standard oder auch den Prime-Standard nutzen. Aber man muss natürlich dann auch die Interessen eines Emittenten sehen, der natürlich das Ziel hat, die Emissionen im Markt zu platzieren. Zu Ihrer Frage, was die Privatanleger anbetrifft, gibt es zweierlei Dinge. Erstens, wir stellen ja auch fest, dass es Privatanleger gibt, die sehr solvent sind, sehr vermögend sind und auch über einen betriebswirtschaftlichen Sach- und Fachverstand verfügen und so in der Lage sind, eben auch selber eine Anleihe zu beurteilen. Die Selbstentscheider, die neue Generation der privaten Anleger sozusagen. Dennoch sind auch solche Anleger dann gerne bereit, in den Fonds zu investieren, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt zahlreiche Anleihen, da dürfen Sie oder können Sie nur mit Anleihensummen ab 100.000 oder 50.000 Euro einsteigen. Und da sagt der natürlich auch wieder der Anleger, ja, ich hätte aber ganz gerne das Risiko gestreut, also nicht alle Eier in ein Körbchen, sondern lieber gestreut. Und das ist ja das, was ja einen Fonds ausmacht. Ein Fonds hat ja die Aufgabe, die Geldanlagen des Anlegers auf ganz viele Anlagen zu streuen. Bei uns jetzt derzeit sind es eben 33 Anleihen, wo das Geld dann gestreut wird. Das heißt, nehmen wir mal jetzt für einen Anleger, der mit 5.000 oder mit 10.000 Euro unterwegs ist, der hat folgendes Problem. Erstens, es kann durchaus möglich sein, dass er gar nicht in der Lage ist, die Qualität eines Unternehmens, die Bonität des Unternehmens und die Qualität der Finanzanlage einzuschätzen. Ist auch gar nicht so leicht, müssen wir sagen. Das ist auch nicht leicht. Sonst brauchten Sie sich ja nicht darauf zu spezialisieren. Ne? Vollkommen korrekt, Herr Kutzer. Und wir wissen auch, was da für eine Fleißarbeit dahinter steckt. Zweitens, wenn er jetzt die 10.000, unterstellen wir mal, er könnte das, dann will er 10.000 Euro anlegen und will aber gleichzeitig diese 10.000 Euro streuen, dann wird er das nur mit den Anleihenstücken machen können, wo man 1.000 Euroweise einkaufen kann. Das bedeutet, dass teilweise Unternehmen mit einer hervorragenden Bonität, wo auch die Qualität des Finanzinstruments wirklich sehr attraktiv ist, dass er da gar nicht reinkommt, weil es da erst ab 50.000 Euro losgeht. Und der große dritte Punkt ist, die Streuung, die kriege ich ja dann hin über den Fonds und gleichzeitig kommt es jetzt auch wieder darauf an, dass die einzelnen Wertpapiertitel laufend überwacht werden. Und das ist also auch der Grund, warum viele Profi-Anleger, institutionelle Anleger wie Versicherungsgesellschaften mehr und mehr eben Fonds das Geld übergeben, weil sie eben in unserem Fall eben für das Mittelstandsanleihensegment eine Expertise mitbringen und sich darum kümmern zum Anlageerfolg des Kunden. Stellen wir also fest, hier macht der Fonds wirklich Sinn. Ja. Das ist auch wirklich keine einfache Angelegenheit, gerade so den Mittelstand so zu beurteilen. Das ist, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir zurück zur Aktualität. Der Bayerische Fonds und Ihr Fonds werden zusammengelegt. Wie heißen die dann eigentlich? Deutscher Mittelstandsanleihenfonds. Das bleibt dabei. Das bleibt dabei. Das ist dann ein Produkt. Richtig. Das heißt, es gibt dann in dem Zusammenhang, kann man sagen, es gibt nur noch einen deutschen Mittelstandsanleihenfonds und das ist der, der von uns initiiert worden ist. Ist er noch nicht sehr alt, Herr Friedrich? Und wie war denn die Performance bisher eigentlich so? Wollen wir jetzt mal ein paar Zahlen nennen? Ne? Ja. Gut, also wir können mit Freude darauf zurückblicken und sagen, erstens, im Februar diesen Jahres haben wir
2,10 Euro, das entspricht 4,2% auf den Einstiegsbetrag von 50 Euro an Ausschüttung sichergestellt. Das ist schon recht ordentlich. Und ich denke mal, die aktuelle Performance bis zum Ende des Monats Mai mit 7,38%, die ist auch in Ordnung. Vor allem, wenn man mal insgesamt die Streuung sieht von den ganzen Anleihen, ich habe die Möglichkeit, tagtäglich rein rauszugehen. Ich kann also praktisch über die Börse die Anteile erwerben, ohne einen Ausgabeaufschlag zu bezahlen, dann ist das für viele Anleger, die an den mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, dem Rückgrat unserer Wirtschaft, partizipieren wollen, ist das mit Sicherheit eine attraktive Alternative. Lassen Sie uns zum Schluss, Friedrich, noch einen Blick nach vorne werfen. Wir haben für 5 Jahre Laufzeit, so waren die Anleihen in aller Regel konzipiert, meistens Nominalzinsen gehabt bisher, von 7-8% etwa um die, und da bewegt sich ja auch der Fonds. Das ist ja eine tolle Geschichte, wenn man sich überlegt, dass man sonst gar nichts mehr kriegt. Also jedenfalls weit weniger als 1% bei den angeblich so sicheren Anleihen. Was passiert in der Zukunft, wenn irgendwann, es ist ja noch nicht absehbar, die Zinsen wieder steigen werden, ausgehend von Amerika? Zwar langsam, aber Inflation zieht wieder ein bisschen an und dann kommt irgendwann mal die EZB, vielleicht im nächsten Jahr, und wird ähnlich wie die Federal Reserve dann auch die Leitzinsen wieder in Richtung Normalität steuern. Welche Vorteile hat dann ein Fonds wie der Deutsche Mittelstandsanleihenfonds? Also es gibt 2 Punkte. Erstens, was wir feststellen, ist, dass die Auswirkungen einer Zinserhöhung auf die Mittelstandsanleihenkurse und damit natürlich auch auf die Performance der Mittelstandsanleihenfonds sehr schwach ausgeprägt ist. Das liegt einfach daran, weil dieses Marktsegment eben ein Spezialsegment ist. Wenn Sie in die großen Mittelstandsanleihen oder großen Industrieanleihen gehen, wir haben das ja die letzten Tage gesehen, die Kapriolen, die dann entstanden sind. Oder bei den Staatsanleihen. Oder bei den Staatsanleihen, da haben Sie plötzlich Kursrückschläge. Das ist schon heftig, auf gut Deutsch gesagt. Also hier hat man eher eine konstante Linie. Das ist auch eher etwas für Anleger, die langfristig orientiert denken und nicht immer auf kurzfristige Stelle Gewinne einfahren. Auf der anderen Seite, wenn jetzt, nehmen wir an, es käme wirklich so, dass also langfristig die Zinsen wieder steigen sollten. Ganz ehrlich gesagt, Herr Kurzer, vorstellen kann ich mir das nicht bei dieser Staatsverschuldung. Aber unterstellen wir das mal. Dann passiert natürlich auch bei einem Fonds Folgendes, dass Anleihen, die dann zurückbezahlt werden und Anschlussfinanzierung wieder benötigt werden, dass natürlich dann auch an der Stelle höhere Zinsen von den Unternehmen bezahlt werden. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die Leser oder Zuhörer immer wieder ermahnen, kauft ja keine Anleihen in Zinssteigerungsphasen. Das macht man nicht, weil bei jeder Zinssteigerung, bei jedem Zinsschritt nach oben, verliert er automatisch im Kurs, weil sich ja die Anleihen dann anpassen in der Rendite. Ja, ja. Ich meine, das gilt sicher auch in Zukunft, das ist ein altes Marktgesetz, ist nun mal so. Ja. Aber, und das ist, glaube ich, die Message, das finde ich sehr interessant, bei den, speziell bei den Mittelstandsanleihen und bei der Konzeption, so wie wir sie hier besprochen haben, sieht das ein bisschen anders aus, ist das durchaus nicht dramatisch. Und da es ja den Zinsvorsprung jetzt schon gibt, ja, genau, bleiben die also auch selbst dann, wenn es irgendwann mal eine Zinserhöhung geben sollte, noch attraktiv. So ist es. Ich weiß, Herr Friedrich, dass Sie es immer wieder, das kenne ich aus den Gesprächen mit Ihnen, mit dem Thema Vertrauen haben. Und ich glaube, es gibt nichts, das so häufig kritisiert wird, wie das verloren gegangene Vertrauen in unseren Bankenapparat. Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, warum und wieso, das ist hinlänglich bekannt. Und ich erfahre immer wieder auch von privaten Anlegern, wie sehr Sie sich darüber ärgern, dass Sie Ihrer Bank nicht mehr vertrauen können oder vertrauen wollen. Welche Rolle spielt für Sie das Thema Vertrauen in Verbindung mit Ihrer Arbeit hier bei der KfW? Das Vertrauen spielt für uns eine ganz große Rolle. Einmal Zusammenarbeit mit den mittelständischen Unternehmen. Wenn wir in den Managementgesprächen zusammensitzen, kann nur auf der Basis des Vertrauens auch die Informationen gegeben werden, die wir benötigen, um eine ordentliche Bewertung der Anleihe durchzuführen. Auf der anderen Seite wollen wir auch letztendlich diese Erkenntnisse, die wir gewonnen haben aus den Gesprächen, weiter transportieren an den Anleger. Und da stellen wir mal, Herr Kurzer, dass Sie selber dann interessiert wissen wollen, ja, was macht denn eigentlich eine SMP AG aus Heidelberg? Oder was macht eine Alfmeier?
Dafür haben wir den Anlegern bereitgestellt eine Internetseite, auf der er... Das ist gut, dass Sie das erwähnen. Ich wollte nämlich zum Abschluss als Kritikpunkt anschneiden, warum werben Sie nicht für Ihren Internetauftritt, denn der ist ja wirklich bemerkenswert. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen. Vertrauen entwickelt sich ja aus transparenter und klarer Kommunikation. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Anlegern deutlich und klar darzulegen, in welche Anleihen wird investiert, von welchen Unternehmen, wie sieht das Geschäftsmodell des Unternehmens aus. Ganz gut, lustige Geschichte. Wir haben einen Anleger gehabt, als wir mitgeteilt haben, dass wir die Alba-Anleihe von dem großen Alba-Recycling-Unternehmen aus Berlin erworben haben. Dann rief er etwas verunsichert an und fragt, wir können doch das Geld nicht einem Basketballverein zur Verfügung stellen. Ich konnte Ihnen aber sehr schnell dann aufzeigen, dass es sich hier nicht um einen Basketballverein handelt, sondern eben um einer der Top 10 Recycler der Welt, nämlich um ein Unternehmen, was Alba Berlin eben als Sponsor mit unterstützt. Die Basketballmannschaft ist gegen Bayern München im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft rausgeschieden. Das leider, nebenbei. Leider. Genau. Ja, sehr interessant. Also die Webseite kann ich unbedingt empfehlen. Ich habe mir sie selbst angeschaut. Sie ist nicht nur schön gestylt, vom ganzen Layout, sondern eben auch sehr informativ. Letzte Frage an Sie. Wenn ich mit, sagen wir mal, einem bescheidenen Betrag von 50.000 Euro bei Ihnen anklopfen würde, Sie machen ja keine Anlageberatung hier, und Sie würden einem Freund vielleicht empfehlen wollen, der jetzt gerade frisches Geld hat. Wie groß, glauben Sie, sollte der Anteil eines solchen Mittelstandsanleihenfonds sein im Portfolio? Also in der Größenordnung von 5-10% kann man das durchaus machen. Die Frage ist halt nur, inwieweit eben die Gesamtsituation oder auch Ihre persönliche gesamtfinanzielle Situation eben aussieht. Insofern empfehlen wir dann immer, suchen Sie sich einen guten, unabhängigen Berater, ob das ein Vermögensverwalter ist oder ein anderer Bankberater genauso, sodass man dort eben genau sich beraten lässt zu den jeweiligen Instrumenten. Man kann ja auch direkt Aktien oder Anleihen kaufen. Auf alle Fälle empfiehlt sich, was wir vorhin schon besprochen haben, eben dann die Möglichkeiten eines Fonds zu nutzen, weil da im Hintergrund der Experte sitzt, der Ihnen dabei hilft, den richtigen Mix zu bekommen. Vielen Dank. Ein gutes Schlusswort, finde ich. Ich bleibe dabei, Anleihen sind und bleiben absolut unattraktiv, aber es gibt Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, zu diesen Ausnahmen gehört insbesondere der Bereich der Mittelstandsanleihen, denn dort gibt es noch ordentliche Zinsen, mehr als das, es gibt gute Zinsen. Und es gibt die Möglichkeit, über einen Fonds, zum Beispiel über den Deutschen Mittelstandsanleihenfonds, die Risiken so gering wie irgendwie möglich zu halten. Also was will man als Privatanleger noch mehr? Viel Erfolg für Sie persönlich. Dankeschön.